Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Kurzprojekt von mir, DJKR87. Ja, ich dachte mir, dieses tolle Puzzlespiel, ja, es gibt's halt auch in mehreren Varianten, aber diese Version hat was Spezielles an sich und dieses Spiel werde ich wohl nicht als Battle machen. Deswegen dachte ich mir, mach ein Let's Play davon. Und ich spiele Puyo Pop Fever! Ja. Ein Spiel von Sega und Compile. Ja. Produziert für den Game Boy Advance. Ja, ich spiele die Game Boy Advance Version von diesem Spiel. Natürlich den Einzelspielermodus. So, hier haben wir mehrere Stufen zur Auswahl. Einmal den Run-Run-Bahn. Das ist halt die Anfängerstufe, hat nur drei Stufen, wo man halt das Spiel lernen kann. Die Wacko-Wacko-Bahn ist die mittlere Stufe, hat schon 8 Bahnen, das heißt, das ist der normale Story-Modus. Und die Hara-Hara-Bahn, die sehr schwierige Bahn, auch mit 8 Stufen, genau dieselbe Stufe wie bei Wacko-Wacko-Bahn, nur halt wesentlich schwieriger. Freier Kampf, ja, kann man sich halt selber die Charaktere und Gegner aussuchen. Aber ich spiele den Story-Modus in der Wacko-Wacko-Bahn. Hallo, Emity mein Name. Ich lerne eifrig, um eine wunderbare Zauberin zu werden. Aber heute kann ich meine Studien nicht auf die leichte Schulter nehmen. Professorin Eckhart scheint ihren fliegenden Stab verlegt oder eher verloren zu haben. Sie sagte, sie würde dem Finder eine Belohnung geben. Und jetzt sind alle ganz wild. Wie kommt das bloß? Und natürlich geht das auch für mich. Ja, die Story von diesen Puyo-Puyo-Spielen sind nicht unbedingt die besten. Guten Tag, Miss Abity. Oh, hallo Riffin! Suchst du auch Rekordstab? Ja, ist ja wohl logisch, es sind alle aus dem Häuschen. Auf jeden Fall! Wollen wir zusammen suchen? Okay. Was denkt sich da dein kleiner, ungebildeter Kopf bloß wieder aus? Ungebildet? Ja. Jeder weiß, je weniger Rivalen, desto besser, oder? Also, kannst du mir von mir aus ruhig ein kleines Nickerchen machen? Die hat irgendwie eine Pose wie Phoenix Wright. Einspruch. Ja. Okay, das gehört eigentlich in diese Position 4 nicht rein. Passt schon. Okay. Ja. Wie gesagt, zu der Story von Puyo Puyo, sie ist nicht unbedingt die intelligenteste, wie ihr gemerkt habt. Die Story ist so frei nach dem Motto, du hast das getan, du wirst bestraft mit Puyo Puyo. Ziemlich sinnfrei, ich weiß, aber ich finde es schon so das Geniale an solchen Puzzlespielen. Und ja. So. Diese Version, die ich spiele, habe ich ja schon gesagt, ist die Game Boy Advance Version. Aber es gibt noch mehrere Versionen. Warte, wie mache ich das jetzt? Ja, so. Und zwar gibt es auch eine Umsetzung für den Nintendo DS. Mit Sprachausgabe, was diese Version hier leider nicht zu bieten hat. Fuck. Okay. Ja. Mit Sprachausgabe, die diese Version, wie gesagt, leider nicht zu bieten hat. Und eine GameCube-Version gibt es auch noch. Das Spiel wurde auch für GameCube besiegt und ich habe die erste Runde geschafft. Wuhu! Raffine ist besiegt. Und ich bekomme sogar noch Zeitbonus. Wow. Was geht ab? Ja. Wow, du hast mich zu Tode erschreckt. Mann, ist die schreckhaft. Hey, du da in den Mods und grünen Klamotten. Du machst wohl Witze! Wen nennst du da uncool? Dich? Im Gegenteil, wen nennst du da uncool? Ich bin immer noch nicht unsicher. Ich bin immer noch nicht sicher, wieso du so uncool bist. Das reicht aber! Jetzt bin ich stinksauer! Sag bloß. Oho, wenn du so gedemütigt bist, müssen wir mit Puyo Pop cool von uncool trennen. Ja, ich versuche irgendwie möglichst die Stimmen so zu machen, wie sie halt bei der DS-Version sind. Ja, allerdings sind in der DS-Version englische Sprachausgaben. Das heißt, ja, sie haben keine deutschen Sprachausgaben eingebaut.
Und was zu der DS-Version noch zu sagen ist und benachteiligend sagend ist, es ist nur auf Englisch. Also es wurde noch nicht mal wirklich ins Deutsche übersetzt. Was ich auch ziemlich schade finde. Ready, steady, go! Ah ne, schade. Ja. Und die GameCube-Version hat auch, ja, zu der GameCube-Version weiß ich eigentlich nicht unbedingt viel. Aber ich weiß so viel, sie wurde auch ins Deutsche übersetzt, wenn ich mich nicht irre. Wenn auch nur textlich und nicht sprachlich. Ja, die DS-Version ist die einzige Version, die sie, ja, wie soll ich sagen, textlich nicht aufs Deutsche übersetzt haben. Was ich irgendwie nicht wirklich verstehen kann. Okay, ich hab sie besiegt. Ihn. Okay. Stage 2 geschafft und ich bekomme nochmal Zeitbonus. Woohoo! Wow, das läuft ja noch bisher wie am Schnürchen. Oh, wer bist du denn? Oh, hi! Wenn das nicht Ryder ist! Sie hat irgendwie eine komische Frisur. Miss Amity! Unmöglich! Du suchst auch? Nee, überhaupt nicht. Es tut mir leid. Ich wollte... Ja, was wolltest du? Fang nicht auch noch an, dich bei mir zu entschuldigen. Das tut sie doch gar nicht, nein. Na gut, sei sanft zu mir, ja. Ach, du willst auch wieder Puyo Pop spielen? Du auch? Jetzt stottere ich auch schon. Ja. Okay, sie will auch eine Runde Puyo Pop spielen. Und los! Wuhu! Auf geht's. Nun kämpfe ich gegen die Nächste. Oder spiele ich gegen die Nächste. Ja. Puyo hat eigentlich eine lange geschichtliche, zeitliche Reise hinter sich. Und zwar gibt es ja verschiedene Umsetzungen. In Japan gibt es ja viele, in Europa nicht so viele. Was ich eigentlich schade finde, dass das Spiel in Europa nicht so wirklich oft vertrieben wird oder wie auch immer. Für Europa gibt es wirklich nicht viele Versionen. Unter anderem gibt es bei uns nur, jetzt muss ich überlegen. Shit. Warte, so. Ja, unter anderem gibt's bei uns... So, alle aufgelöst. Gibt's bei uns Kirby's Ghost Trap. Müsste bestimmt einigen was sagen. Das Spiel gibt's für Super Nintendo. Okay, shit. Egal. War doch trotzdem ganz gut. Ah, Dreck. Ich kann trotzdem nicht alle auflösen. Scheiße. Egal. Ja, für Super Nintendo gibt's Kirby's Ghost Trap. Ich habe sie schon besiegt. Und ich bekomme Zeitbonus. Cool. Wow.